Ihr habt keine Lust mehr, die Batterien dauernd zu wechseln? Dann bleibt unbedingt dran. Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr eingeschaltet habt zum heutigen Video. Und ja, ich habe Post bekommen von der Firma Zyber und die haben mir wieder aufladbare Controller-Abdeckungen für die Quest 2 geschickt. Und ja, ich habe es natürlich schon ausgepackt, ich habe auch schon getestet. Ich habe es aber wieder eingepackt, damit ich mit euch so ein kleines Unboxing machen kann, euch das mal zeigen kann, wie das Ganze aussieht. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an mit dem Unboxing. Nachher zeige ich euch auch, wo man das Ganze bestellen kann. Und als erstes zeige ich euch hier nochmal oder schon mal die Schutzelemente, Schutzgummielemente für den Tracking-Ring. Den kann man da oben drauf machen, wenn man es mag. Macht mit Sicherheit Sinn bei manchen Sportspielen, sage ich einfach mal. Stichwort Boxen oder so, ne? Dann macht es mit Sicherheit Sinn. Und die kann man hier drüber stülpen einfach und ja, dann hat man so einen kleinen Schutz. Ist mit Sicherheit sinnvoll. Man muss schauen, dass es dann auch keinen Tracking-Abbruch gibt, aber die sind durchsichtig, also transparent. Und ich denke mal, das sollte dann kein Problem sein. Das sollte die Tracking-Kamera schon mitbekommen. Das haben wir einmal dabei. Dann haben wir die Griffabdeckungen dabei. Die sehen so aus. Und ja, die sind so im Stil von den Knuckle-Controllern, von der Index. Und hier habe ich halt eine Schlaufe, die habe ich dann halt immer fest, kann die schön festziehen, wie ich will. Und ja, schon geht's los, ich verliere den Controller nicht mehr und das ist halt echt cool. Wir haben hier eine schöne Gummiummantelung und das am Griff hier selber ist auch nochmal so ein bisschen Gummi, aber ein bisschen softer. Also das fühlt sich echt sehr angenehm an, ist auch super angenehm beim Tragen. Also ich hatte jetzt keinerlei Probleme damit und innen drin, hier in diesem Dings, ich weiß nicht, ob ich es einfangen kann für euch, da sehen wir eine Hartschale und weiter rein geht es dann sieht man so eine kleine, ja, so eine kleine Schiene, wo dann der Akku drauf geführt wird und darüber auch geladen wird. Das kann man jetzt nicht so ganz gut erkennen, wenn ich es in die Kamera halte, aber darüber wird er halt geführt. Ich zeige euch gleich auch den Akku, wie das aussieht. Und hier haben wir die Ladebuchse, USB-C und USB-C-Kabel sind auch dabei, die zeige ich euch auch gleich. Also das Ganze ist echt cool umgesetzt, muss ich sagen, super angenehm. Wir haben hier den Zyber-Schriftzug an der Seite und also ich hatte bisher keinerlei Probleme damit. Ich habe jetzt ungefähr 4 Stunden Spielzeit damit. Ich habe die Controller am Anfang voll geladen. Und nach 4 Stunden Spielzeit habe ich noch 70% Ladung. Also ist der Akku auch vollkommen in Ordnung, meiner Meinung nach. Hat 1000 mAh. Und ja, also das reicht eigentlich. Und besonders, weil man ihn ja immer wieder aufladen kann, haben wir ja kein Problem. Ja, hier haben wir die rechte Seite. Also die linke Seite ist in Rot gehalten, unten diese leichte Absetzung. Und hier sehen wir das Ganze in Blau. Und wenn wir das Ganze laden, sehen wir einen kleinen Lichtblitz, den zeige ich euch auch nachher, wenn ich das Ganze zusammengebaut habe. Ja, dann blitzt halt immer einen kleinen roten Blitzlogo. Das heißt, der lädt, wenn die dauerhaft an ist, dann ist der auch vollgeladen. So, dann haben wir hier das Ladekabel. Das ist auch USB-C, aber das Ganze geht von einmal USB-C Stecker auf 2 USB-C Stecker. Also wir haben hier ja, so ein Y-Stück und das ist natürlich dann auch ganz cool. Wer jetzt kein USB-C hat, irgendwo kein Ladegerät oder sonst was, der kann natürlich auch ja, diese Adapter nutzen. Hier habe ich einen von JAUX, heißt die Firma, JS AUX und ja, die haben mir auch schon einige Sachen geschickt zum Testen und ja, da kann ich dann halt auf USB-A adaptieren und das Ganze dann so nutzen. Das mache ich gleich mal, dann, wenn ich zusammengebaut habe, dann zeige ich euch auch mal, wie das dann im Ladevorgang aussieht, das Ganze. Und kommen wir zu den Batterien. Das ist hier so ein kleines
kleines Päckchen, da sind die zwei Batterien drin oder die zwei Akkus. Und legen wir mal da rein. Also ich gehe jetzt da nicht drauf ein, ist auf jeden Fall auch noch eine kleine Anleitung dabei, wie man es zusammenbaut, aber eigentlich ist es relativ einfach. Und ja, hier muss man natürlich auch drauf achten, für den rechten und für den linken Controller haben wir extra Akkus, also das ist natürlich wegen der Einbauart, sonst funktioniert es nicht. Und hier ist die Außenseite der Akkus und hier sieht man diese kleinen goldenen Pinne und die gehen über diese Schiene, die innen drin am Controller ist und ja, darüber wird man den Akku dann laden können. Und wir müssen eigentlich alles abbauen vom Controller, was da ist. Auch diese Schlaufe, die habe ich hier schon entfernt, die habe ich schon lange entfernt, benutze ich ja schon lange nicht mehr. Und ja, dann können wir hingehen. Wir haben jetzt den linken Controller, also schnappe ich mir den Akku für links und setze den dann ein. Ist eigentlich relativ einfach, ich setze dann hier unten an. Man hat auch hier ein Minus und da unten ein Plus-Symbol, das sieht man auch ganz gut. Und das ist eigentlich ganz einfach, hier oben ansetzen, reindrücken und ja, so wird das Ganze dann benutzt. Also da kommt jetzt nichts mehr drüber, außer dass ich hier jetzt die linke Seite nehme. So, und hier haben wir auch so eine Schlaufe, die muss man natürlich auseinanderdrücken, wenn man den dann jetzt hier reinschieben möchte. Der wird dann einfach hier reingeschoben, ist eigentlich super easy, man muss halt ein bisschen vorsichtig sein, aber ansonsten wird der hier einfach nur reingeschoben. Da muss man ein bisschen gucken mit den Gummis, dass das auch passt. Das knackt dann ein bisschen und dann weiß man auch, okay, es passt jetzt. So, den habe ich jetzt erstmal drüber. Und dann geht man hin, hier seht ihr ja die Schlaufe. Die werfe ich einmal rüber. Und dann kann ich die hier befestigen. Die wird einfach nur so eingehakt. Da haben wir einmal diese Noppen. Und oben ist dann ein Loch drin. Muss man halt ein bisschen fummeln, bis man die dann drin hat. Aber wenn die einmal drin sind, dann halten die auch super. Und das ist ja das Wichtigste eigentlich. Vorführeffekt klappt jetzt natürlich nicht. So, nach gefühlten 30 Minuten bin ich jetzt soweit und ja, so sieht das Ganze aus. Wenn er jetzt montiert ist, wir sehen hier die Schlaufe, wo ich gerade die Probleme hatte, da muss man wirklich zwei Hände haben, die mal kurz ablegen, auch den Controller und dann geht das eigentlich auch. Und ja, den Kunststoffring habe ich auch drüber. Dann gibt es hier noch so, das ist jetzt Geschmackssache, ob man das will, so kleine Noppen, die kann man über den Thumbstick packen und ja, dann sehen wir hier, haben wir dann den Thumbstick. Das ist Geschmackssache, ob man dadurch ein bisschen besseren Grip hat, weiß ich nicht. Muss man einfach austesten, ob man das haben will oder nicht. Aber so bin ich jetzt fertig, ready und kann direkt loslegen. Der Controller geht mir nicht mehr aus der Hand. Ich komme überall bequem dran. Hier liegt die Schlaufe super bequem auf. Und ja, ich hatte jetzt auch nach mehreren Stunden Spielen kein Problem und ich habe auch anstrengende Spiele gespielt, habe geschwitzt und ja, damit hatte ich jetzt kein Problem. Ich montiere jetzt den zweiten nochmal. Ich hoffe, das geht dann besser. So, einmal die Abdeckung ab, die gut weglegen. Ich habe die eben noch gesucht bei mir zu Hause. So, dann legen wir wieder den Akku ein. Hier die Seite hier ist Minus, wie wir das sehen da oben. Schieben wir hier unten rein. So, und ist auch normal, dass der so ein bisschen wackelt. Der muss ein bisschen Spiel haben, damit er auch vernünftig in die Einführung reingleiten kann. Und ja, dann nehmen wir uns das Ganze wieder hier. Schauen wir, wo vorne ist. So. Und dann wird er einfach hier so eingeschoben. Vorsichtig. Da muss man natürlich auch gucken, dass hier die Grip-Taste dann auch vernünftig rauskommt, dass man da kein Problem hat, weil wenn die hängt, ist es natürlich ein bisschen schwierig zu spielen. So, jetzt kommt die andere Taste noch, diese andere Halterung noch dazu. Die greife ich mir mal kurz nach unten. So,
Also wie gesagt, das ist ein bisschen klein wenig fummelig, aber wenn man das einmal drin hat, hält das Ganze auch super und es gibt keine Probleme. So. Also es kann schon mal passieren, dass das hier nicht ganz richtig sitzt. Da muss man so ein bisschen hin und her und dann merkt man auch relativ schnell, okay, die Grip-Taste, die funktioniert super, da hält auch nichts fest und ja, schon sind wir fertig. Und dann kann man sich das Ganze, ich stecke das jetzt einfach mal hier in meinen Hub ein. Halt's mal ans Ladegerät und ihr seht jetzt hier den Ladevorgang. Das Ganze können wir dann auch nochmal mit dem anderen machen, dann haben wir das Ganze dann zweimal. Und das ist eine echt gute Anzeige, finde ich. Das erkennt man auch ganz gut. Ich muss jetzt mal gucken. Muss natürlich auch für euch sichtbar sein. Ich habe es auf jeden Fall hier jetzt gesehen. An diesem sieht man halt ganz gut, dass er blinkt. Und wenn der halt nicht mehr blinkt, dann ist das Ganze aufgeladen. Und ich kann für mich sagen, also ich bin begeistert von den Teilen. Die sind echt bequem. Und ich hatte null Probleme damit. Diese Zugabe von dem Schutz für den Ring und den Thumbstick, das muss man für sich selbst entscheiden, ob das jetzt besser ist oder schlechter ist. Das muss man ausprobieren. Aber die Controller-Abdeckungen, die mit dem Akku drin, die sind echt top. Und ja, sind griffig. Ich komme auch überall dran. Ich habe jetzt keine Probleme, dass ich an irgendeine Taste nicht rankomme. Ich muss mich nicht verbiegen. Und ja, liegen weiterhin super in der Hand. Und ja, ich weiß nicht, für Leute, die eventuell kleinere Finger haben oder Hände haben, dass das eventuell problematisch ist, aber kann ich mir echt nicht vorstellen, weil man sich das relativ gut anpassen kann, hier auch mit dem, wie fest das Ganze ist. Man ist eh in dem Bereich, wo man den Controller sonst immer anpackt. Der untere Bereich ist halt einfach nur da vorhanden, weil da die Elektronik und so weiter ist und die Ladebuchse, und von daher sollte das eigentlich auch für kleinere Hände passen. Mini-Hände könnten eventuell dann Probleme haben mit dem oberen Buttons und dem Thumbstick, aber das kann ich jetzt nicht testen. Ich habe relativ normale große Männerhände und jetzt nicht zu klein. Von daher, ich gebe dem Ganzen hier eine super Kaufempfehlung. Ich bin begeistert nach der kurzen Testdauer. Wie gesagt, ich habe jetzt, glaube ich, 3-4 Tage getestet, insgesamt 4 Stunden und ich bin begeistert. Ich habe jetzt hier auch nochmal die Amazon-Seite, wo ihr das Ganze kaufen könnt. Und zwar kostet das Ganze 38,22 und es sind 2000 mAh Akkus dabei, die ich euch gerade gezeigt habe. Ja, wie wir hier schon sehen, das Y-Stück, USB-C und ja, hier geben die an, 24 Stunden, ja, weiß ich nicht. Wenn ich das Ganze jetzt hochrechne, komme ich nicht auf 24 Stunden. Ich habe jetzt 4 Stunden, 4,5 gespielt und das über 4 Tage. Habe jetzt 70% bei den Akkus. Kann man sich dann selbst ausrechnen, ne, wie weit man dann noch kommt. Aber ich komme nicht auf 24. Ich denke mal, dass man so ja, auf 15 Stunden so bestimmt kommt. Aber für mich selber persönlich reicht das. Ich muss die eh nicht wechseln. Wenn ich mal eine längere Session habe, hänge ich die danach einfach wieder an die Ladestation und ja, warte, bis die voll sind und schon hat man wieder volle Akkus und volle Controller. Also ich kann da jetzt nichts Schlechtes drüber sagen. Ich finde 38,22, wenn man bedenkt, dass man dann echt coole Griffe auch hat, die mit den Handschlaufen, die sind echt super angenehm zu tragen. Und ja, hat dann schöne Akkus dabei. Also da finde ich 38 € nicht so viel. Und wenn man echt viel spielt und wenn man jetzt so ein Vielspieler ist, der
15 Stunden am Stück spielt, wird man wahrscheinlich hier noch ein bisschen Probleme kriegen mit der Spieledauer. Aber da habe ich jetzt noch keinen Test gemacht. Also ich bin keiner, der so viel spielt. Also maximal 2 Stunden am Stück. Dann brauche ich auch eine kleine Pause. Und ja, aber für Leute, die trotzdem, weiß ich nicht, ihre 6 Stunden spielen, reichen die Akkus vollkommen aus. Da gibt es keine Probleme, da bin ich mir sicher. Ja, Leute, das waren die Cyber wiederaufladbaren Controller-Griffe und von mir gibt es eine ganz klare Kaufempfehlung. 3822 ist nicht zu viel. Link ist unten in der Beschreibung, ist auch wieder ein Affiliate-Link. Wenn ihr mich unterstützen möchtet, könnt ihr diesen gerne nutzen. Und ja, jetzt halt nicht mehr und ja, unterstützt meine Arbeit dadurch ein wenig. Wenn ihr eh schon nach Akkus gesucht habt für die Quest-Controller. Also ich hatte mal normale Akkus drin, aber das nervte mich, dass ich die immer wieder wechseln muss und immer wieder die Abdeckung rausschieben und so weiter und so fort. Und das ist jetzt so mega bequem. Also echt cool. Coole Idee auch, coole Umsetzung. Von mir gibt es definitiv eine Kaufempfehlung. Ich kann aber natürlich jetzt keinen Langzeittest anbieten. Das heißt, ich weiß nicht, welche Kapazität haben die Akkus noch nach 6 Monaten, nach 1 Jahr? Also es wird angegeben, dass man die 2000 Mal aufladen kann. Damit sollte man eigentlich eine lange Zeit Spaß dran haben. Und notfalls kann man die sich dann auch nochmal neu bestellen. Sollte ja auch kein Problem sein. Ja, Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich mich natürlich auf ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen. Und ja, Dankeschön für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.